Hallo ihr Lieben, ich bin gerade in den Laden gekommen. Das ist noch komplett dunkel und leer. Ich habe hier eine Ben & Jerry's Tüte mit dem neuen Eis. Und ich werde es jetzt ganz schnell in unseren Freezer verpacken. Und dann nachher probieren. Ben & Jerry's, und zwar zwei Sondersorten. Es gab eine dritte, und zwar Pistazie. Die gab es an dem Tag aber nicht. Und die ist tatsächlich auch ausverkauft. Und angeblich meinte sie auch, wenn der Vorrat weg ist, kommt es nicht mehr zurück. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Alle Berliner, geht doch mal zu Ben & Jerry's und guckt, ob die Sorten noch da sind. Mit zwei Sorten. Ich habe jeweils eine Kugel von geholt, weil die sie tatsächlich nicht in Becher abfüllen. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Schon drei Tage her, dass ich das Video gemacht habe. Deswegen, wie gesagt, hoffe ich, dass das Video auch noch lebt. Und sie haben mir das so eingepackt. Übrigens 2,20 der Scoop. Ja, das ist die eine Sorte. Also, wir haben einmal Fruity Punch Crunch Sour Soup. Das soll eine Frucht sein, eine süße Frucht. Eiscreme mit Dabo Colo, Spice Crunchy Chunks, irgendwie gewürzte, crunchige Stückchen und einem tropischen Frucht- und Zuckerrohrstrudel. So viel zu googeln. Also ich finde es cool, dass Ben & Jerry's solche krassen Sorten macht. Und vom Bild her könnte ich Sour Soup sogar kennen. Ich werde es jetzt nochmal googeln. Wenn ihr das vorher kanntet, schreibt es gerne mal drunter. Sour Soup. Stachelanone. Hä, wartet. Jetzt bin ich mega verwirrt. Ist Stachelanone nicht auch Guanabana? Ja, ich habe gerade ein Guanabana-Eis gemacht und habe es den Leuten dann versucht zu erklären, dass es Stachelanone ist. Also Sour Soup ist nochmal ein Name. Also es ist Guanabana-Eis. Mega lustig, weil ich es halt auch gerade vor einer Woche gleichzeitig wahrscheinlich wie Ben & Jerry's ins Sortiment gebracht habe. So, und dann schauen wir uns mal nach Dabo Colo an. Das ist wahrscheinlich aus irgendeiner bestimmten Region, irgendeine Süßigkeit. Aus dem Englischen übersetzt ist es ein äthiopischer und eritreischer Snack. Ah, okay, das ist bestimmt wieder mit irgendeiner Kampagne verbunden von Ben & Jerry's. Die vielleicht irgendwas unterstützen in Äthiopien und Eritrea. Keine Ahnung, ich habe das jetzt wirklich nur ins Blaue reingeraten. Muss auch nicht sein. Es sind kleine Stücke gebackenes Brot, die Brezeln und Colo ähneln, was halt auch immer Colo ist. Colo aus gerösteter Gerste, Kichererbsen und Erdnüssen wird oft von Kiosken und Straßenhändlern verkauft. Das muss eindeutig sowas in die Richtung sein. Wenn ihr mehr über die Kampagne wisst, schreibt es gerne drunter und educated mich. Aber so sieht das Zeug aus. Und das soll hier drinnen sein. Und ja, ich würde sagen, so farblich, schaut mal, passt, oder? Bin jetzt schon mega gespannt. Ich werde zuerst mal Guanabana probieren. Das ist bestimmt auch eine Frucht, die es da gibt. Das ist auf jeden Fall schon gut angetaut. So sieht's aus. Und meine hat auch ungefähr die Farbe. Ich habe halt ein Guanabana-Bananenpüree gemischt. Eindeutig Guanabana. Also es schmeckt tatsächlich wie mein Guanabana-Bananeneis. Mega ähnlich, nur sahniger, weil das hier ein Sahneeis ist und ich habe ein Sorbet gemacht. Aber heavy krass. Aber jetzt probieren wir mal dieses Dabo Colo und ich hoffe, es ist crunchy. Farblich ist es auf jeden Fall wirklich so, wie es sein soll, in Anführungsstrichen. Also gerade ist es einfach nur zuckrig. Wie pure auf zum puren Zucker zu beißen. Wahrscheinlich sehr aufgeweicht, deswegen nicht so crunchy, wie das Original ist. Salzig oder was Brezeliges schmecke ich jetzt nicht, aber es ist ein mega geiles Eis. Teilweise schmeckt es aber so nach Pfirsich. Nicht nur, weil die Farbe irgendwie anmuten lässt, dass es Aprikose oder Pfirsich ist. Es schmeckt nach Aprikose oder Pfirsich. Wirklich diese Chunks. Das ist so eine geile Kombi. Also stellt euch einfach vor, es schmeckt nach Guanabana, Banane und Pfirsich. Und hat dann aber so einen super süßen, leicht säuerlichen Crunch in diesen Stückchen. Wieder erwarten, mega gut. Wahrscheinlich, wenn ich nicht selbst gerade was mit Guanabana gemacht hätte, niemals geholt. Außer ich hätte das gewusst, dass es Guanabana ist, aber so nie. Wenn ich mir halt 10-mal irgendein Blondie Brownie oder so geholt. Aber Leute, wenn ihr in Berlin seid und es die Sorte noch gibt, holt euch die. Die hat echt, die hat's drauf. Cool. So, und die nächste sieht echt bunt aus. Und wir lesen jetzt auch erstmal wieder, was das eigentlich sein soll. Und zwar heißt das Ding nicht Fruity Punch Crunch, das war das eben, sondern das hier heißt Coconutterly Pineappled. Und mit Atelier, das mag Ben & Jerry's ja immer gerne offensichtlich. Und das ist ein Kokosnuss und also eine Kokosnuss- und Mandeleiscreme mit Gato Coco. Ein marotanisches Kokos- oder marotanische Kokosnuss-Süßigkeiten. Ich vermute, das ist einfach nur so Kokosnuss eingeweicht in Zucker. Und dann haben wir ein Pineapple, also ein Ananas- und Litschi-Strudel. Also die sind auf jeden Fall krass eingefärbt, diese Kokosnuss-Sweets hier. Und den Pineapple- und Litschi-Strudel sehe ich da auch schon an der Seite. Seht ihr den hier? Ich google jetzt aber noch mal ganz kurz die Gato Kokos. Aber ist nicht Gato? Nein, das ist in einer anderen Sprache. Gato Katze.
Also nicht Gâteau-Coco, also wie Kokosnusskuchen, sondern Gâteau-Coco. Ja, Maritane. Oh, krass, sind die süß. Okay, farblich. Also okay, Farben werden froh. Erklärt, warum die hier so bunt sind. Schaut mal. So ein buntes Zuckerzeug ist das hier. Aus 200 Gramm Kokosnuss, die geraspelt ist zum Beispiel ein Rezept. Mit 200 Milliliter Wasser, 150 Zucker und dann noch ganz viel Farbstoff und Vanilleextrakt. Bin jetzt echt gespannt, wie es schmeckt. Hoffe nach Kokos. Ich probiere erstmal die Stückchen tatsächlich hier und hoffe, dass sie nach Kokos schmecken. Ihr seht hier auf jeden Fall, sorry, mein Nachbarn draußen, seht ihr auf jeden Fall auch schon diesen Kokosstrudel. Ich hoffe echt, es schmeckt jetzt nicht zu künstlich oder so. Boah, mich knallt es gerade weg. Es schmeckt hart künstlich. Ich glaube, es sind nicht mal die Stückchen, sondern das Eis, was ich abbekommen habe. Die Stückchen haben auf jeden Fall diesen... Boah, es ist eklig irgendwie. Es ist so hart süß und künstlich, dass es fast schon so eine Bitternis hat im Geschmack. Ich werde jetzt erstmal, oh Gott, versuchen es zu finden ohne Strudel. Also mega cremig, fast schon ein bisschen schleimig. Mandel, oh, da ist künstliches Mandelaroma drin, I swear. Ich habe jetzt keine Zutaten hier, aber so schmeckt es. Extrem creamy. Hat diesen Kokosgeschmack von dem Coconutly Caramel damals, aber dazu eben noch dieses bittere, oh Leute, dieses Bittermandelaroma. Und das ist zu viel. Ein Ticken zu viel, dadurch schmeckt es echt wahnsinnig künstlich. Man schmeckt aber noch diese Kokosnote raus, die genau die gleiche ist wie damals in diesem Coconutly Caramel. Jetzt nehme ich mal was von diesem Pineapple Litchi Strudel. Ich bezweifle, dass man Litchi raus schmeckt, wahrscheinlich Ananas. Seht ihr ihn da? Och, man schmeckt Litchi raus. Uiuiui. So wie diese Litchi Drinks, die es manchmal beim Asiaten gibt. Krass, schmeckt man sogar mehr als die Ananas. Das ist ein extrem süßes Eis. Das will ich mir nicht nochmal holen. Schmeckt wirklich way too artificial. Das hier. Hammergeil. Ist weniger süß, ausgewogener irgendwie. Wirklich besonderer Rum. Zu krass künstlich schmecken. Schon auch irgendwie, weil es diese Pfirsichnote hat, die ich total liebe. Also das hier, absolute Empfehlung, Leute. Das Fruity Crunch Punch Ding da. Geil. Ich hoffe, es gibt es noch, wenn ihr dahin fahrt. Wenn ja, schreibt es mir bitte unbedingt runter, wie ihr es fandet. Weil hier gibt es wahrscheinlich nicht so viele andere Leute, die es probiert haben. Deswegen freue ich mich über jede Meinung dazu.